Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival. So, einmal ganz kurz speichern. Und Auto starten und einmal umdrehen. Wir haben ja gesagt, wir wollen dort mal den Berg hinauf. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Da steht auf jeden Fall schon mal ein LKW-Anhänger. So, wir fahren aber erst mal. Okay. Warum fliegt da ein Ast rum? Da ist ein Hochstand, der ist, wie soll ich sagen, umbaut. Oh, 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 oh. Und ich war tot. Zum Glück haben wir vorher gespeichert. Scheiße, mein Auto steht noch dort und warum gerade bei diesem Haus? Und was habe ich alles verloren? Eigentlich gar nichts. So, jetzt ist die Frage, scheiße, wo ist mein Auto? Scheiße, wo ist mein Auto? Warte mal, das ist der große See. Ah, gut, dann weiß ich wo. Oh, ich hoffe, ich komme in das Auto rein. Kann. Ja, sneaken kann ich. Sehr schön. Also wissen wir, nach da oben dürfen wir nicht gehen. Das ist jetzt scheiße. Ich hoffe, ich komme ans Auto. Aber Munition. Ja, ich hab noch. Hä? Stand doch da, dass ich einiges aufgeben muss. Ich hab doch aber noch alles. Das raff ich jetzt überhaupt nicht. So, in dem Turm ist ein Schneiber. Nein, du siehst mich nicht. Da fliegt schon wieder der Ast. So, dann. Ja, was machen wir jetzt? Wir brauchen definitiv Munition und Waffen. Wir gucken uns jetzt nochmal im Holzfällerlager um. Vielleicht findet man ja doch noch hier irgendwas. Aber das bezweifle ich mittlerweile nur noch. Das bezweifle ich einfach nur noch. Nee, hier ist gähnende Leere. Der hat Onyx drinne. Den könnte ich mir eigentlich irgendwann mal aufbauen, wenn ich die Sachen dazu habe. Das. Ach Mann, ich brauche Waffen, es geht nicht anders. Da waren wir halt auch schon drinne. Okay. Ich brauche nur noch einen Motor, dann könnte ich mir das Auto aufbauen.
Läuft. Ja, es bringt nichts. Wir waren in dem Lager schon. Okay, hier ein Schild. Es laufen Bären herum. Da oben ist die Straße. Da waren wir auch schon drinne. Das Ding haben wir komplett leer geräumt. Dort waren wir auch schon. Denk, ja doch, da waren wir schon. Aber wo geht's hier lang? Ist das das von gerade eben gewesen? Nee, das ist schon wieder was ganz anderes. Okay. Waren wir hier schon? Nee, hier ist ja noch überall das Zeug. Okay. So, ihr seht, hinter den Wohnwagen auch immer nachgucken. Da gibt es immer Loot. Aber hier gibt es keine Axt. Okay. Ist nicht so schlimm. Wir haben dafür guten anderen Loot. Aber halt immer noch keine Waffe. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber interessant. Da steht ein Auto, da ist ein Haus. Rein. Rein. Munition rein. Schrott rein. Bretter können rein. Stoff kann rein. Wobei, wir machen das so. Essen. Essen. Die Cola kommt da rein und einmal das Fleisch. Denn das gibt gut Nahrung. Wir gucken kurz bei dem... Ah, nee, was ist das denn? Wieso ist hier so ein Zaun? Was ist das? Hier ist ein Messer. Hier stehen... Läuft. Hier ist ein Spind. Ein Seil, wow. Ja gut, klein wenig Loot gab's. Das Haus können wir zu unserem Wohnsitz machen. Möchte ich jetzt aber nicht. Aber vielleicht ziehen wir hier irgendwann mal hin, weil hier hat man schon so einige Sachen, die man für später braucht. Cool. Müssen wir uns mal merken. So, weiter geht's. Gibt's hier hinten noch was?
Wir fahren mal nach rechts. Also ihr seht, die Map ist nicht so klein, wie man denkt. So, wir parken mal ganz kurz das Auto. Hier liegt ein umgekippter Baum. Mehrere Bäume. Okay. Die Straße hört direkt, ja, auch dahinter auf. Also gibt's hier auch nichts mehr. Dann fahren wir einmal zurück. Wir müssen sowieso so langsam mal nach Hause. Wir müssen unser Loot nämlich ablagern, abladen, ja, wie auch immer. Mal schauen, ob wir unterwegs noch irgendwas finden, wo wir eventuell nicht waren. Also da waren wir ja gerade. Was kommt hier? Ich glaube, hier waren wir schon mal, wenn mich nicht alles täuscht. Baumstämme konnten wir ja nicht mitnehmen, das werden wir jetzt so machen. Und wir gehen da hoch. Einmal Stamina bitte wegmachen. Ich danke dir. Hm. 9 mm. Ein Reifen. Oh, der hat Benzin drin. Müssen wir dann gleich mal einen Kanister holen. Ein Hammer. Und jetzt gucken wir, was der oben hat. Einmal außen rum. Da ist nichts. Ein Rucksack. Ja, läuft. Ja gut, das ist nur zum Einfärben später für Klamotten. Lebensmittel. Eine Cola. Metallschrott. Ja, sehr schön. Ist das auch dafür geeignet, die Munition, die ich habe? Ja. Wir haben wieder eine Pistole. Das gefällt mir. So, jetzt holen wir uns aber noch das Benzin aus dem Auto. Dann waren wir hier in der Ecke doch noch gar nicht. Interessant. Kanister. Scheiße, ich habe so viel Zeug im Inventar. Ich weiß gar nicht, wohin damit. Es wird Zeit, dass wir wieder nach Hause kommen. Aber das war jetzt echt ein Zufall, dass ich das gesehen habe. Nein, was mache ich denn? Falsch. Da lang. In die Richtung füllen. Und wir haben wieder ein Backpack gefunden gehabt. Das ist echt, ja. Zur Not, ich kann ja das Holz dann rausschmeißen.
Das ist ja kein Problem. Gucken wir mal ganz kurz hier nach, ob hier noch irgendwas ist. Das scheint leer zu sein. Da ist nichts drinne. Hier ist noch ein beschädigtes... Oh, Zündkerzen. Oh, ja. Und ein bisschen Benzin, das ist auch gut. Hat der was hinten drinnen? Nein. Hier ist halt einfach mal noch ein Reifen. Also Freunde, wisst ihr was? Wir werden uns dann später noch das zweite Auto aufbauen. Hallo, Flasche? Geht nicht. Aber was ist das da? Egal. Wir werden uns auf jeden Fall noch den Geländewagen aufrüsten. Das muss sein. Wir haben ja jetzt mehr als genug hier von den Sachen. So, die kann man erstmal damit reinschmeißen. Stoff leider nicht. Shit. Dann gucken wir mal, was uns jetzt noch da oben erwartet. Wenn nichts mehr kommt, dann fahren wir auf jeden Fall nach Hause. Oh. Was kommt hier? Da ist der Hochstand. Hier steht ein Auto und hier ist ein kleines Häusel. Okay, auf jeden Fall, ich brauche erstmal den Kanister. Da wird es wieder was geben. Hier, Lichter erst einmal aus. Das sieht doch schon wieder recht interessant aus hier. Hier haben wir Munition. Da drin ist nichts. Es ist auch kein Bär irgendwie in der Nähe. Läuft bei uns gerade. Habe ich den jetzt rausgenommen? Nein. Ja. Das war's aber von der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.